Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 2. Oktober 2023. Stefan Milius und Markus Somm. Ja, man hat es schon lange gewusst, aber natürlich, man weiss es nie ganz sicher. Der John Pult, Nationalrat Graubünden von der SP, wird auch Bundesrat werden. Auch wieder eher auf der jungen Seite, der Kandidat. Stefan, was sind so deine Gedanken zu dem? Ja, das Problem an jungen Kandidaten ist, dass sie dann auch länger bleiben. Und im Fall von John Pult, da oute ich jetzt, muss ich es nicht unbedingt wirklich haben, dass er lange bleibt. Ich habe nicht wahnsinnig viel Sympathie für ihn. Geht nicht mehr darum, dass er ziemlich am linken Rand ist. Ich finde, die SP hat Anrecht, so einen Linken in den Bundesrat zu schicken. Für etwas gibt es die SP. Er ist mir einfach aufgefallen, gerade auch in der Corona-Zeit, dass sie ziemlich scharf machen, als absolut hemmungslose Verfechter von der Politik. Und was mich stört, wenn die Leute dann vor das Mikrofon gehen, bei der Ankündigung von Bundesratsambitionen, dann kommen so Wörter wie den Zusammenhalt stärken, mit allen reden, allen zulassen. Und da ist er jetzt nicht ein Vorkämpfer gewesen. In den letzten Jahren hat er stark auch ausgrenzt, hat sich wirklich eingehauen quasi auf die Leute, die Politik kritisiert haben. Also es gibt einfach einen Graben, aber das ist ja nicht der einzige, zwischen dem, was man dann eben verkündet, was man als Bundesrat alles will machen und dem, was er die letzten Jahre gemacht hat. Und er ist auch wahnsinnig etatistisch, das ist so ein bisschen, will den Bündner nicht zu nahe treten, aber die haben einfach wahnsinnig gern die SAG und Fördergelder und Subventionen, das liegt so ein bisschen dort im Blut. Und er ist ein wahnsinnig klarer Vertreter von dem Kurs, dass der Staat überall alles soll regeln. Genau, und ich finde auch, das hast du gut angesprochen, ich finde ihn in dem Sinn unglaubwürdig. Ich finde ihn einen von denen wirklich, der klar Position bezieht auf den Linken, und das ist ja völlig okay, das kann er ja, er ist ja ein Linker. Aber jetzt finde ich, hat er doch sehr kurzfristig gelernt, Kreide fressen. Also so versöhnlich und staatsmännisch und pluralistisch habe ich den noch nie erlebt. Er ist wirklich das Gegenteil von jemandem, der Pluralismus irgendwie im Blut hat. Er schätzt das nicht unbedingt. Man hat bei ihm wirklich nicht das Gefühl, dass er jetzt findet, das sei eine Bereicherung von der Debatte, wenn es da unterschiedliche Meinungen gibt. Also ich finde, der gehört eigentlich nicht im Bundesrat, sondern er ist ein typischer Parlamentarier und dort hat er auch seine Berechtigung und auch seine Stärken, oder? Er kann zuspitzen, er ist immer klar positioniert, das ist gut. Aber als Bundesrat finde ich, eignet er sich überhaupt nicht. Dann kommt für mich auch noch ein wichtiger Punkt, du hast es auch gesagt. Ich finde, ja, Graubünden ist jetzt nicht gerade der Kanton, wo ich jetzt unbedingt wieder müsste im Bundesrat. Evelyn Wittmer-Schlumpf ist relativ lang gewesen. Graubünden ist zwar ein schöner Kanton, nichts gegen Graubünden, aber ist jetzt auch einfach ein Bergkanton, wo wir jetzt nicht unbedingt vertreten haben, müssen jetzt so dringend wieder. Also da hätte ich jetzt ehrlich gesagt, obwohl ich den auch nicht so wahnsinnig schätze, der Beat Jans, aber da finde ich eigentlich, Basel wäre eigentlich dringender, dass das noch drin wäre, oder auch die Innerschweiz wäre nötiger als Graubünden. Ist ein lustiger Effekt in der Schweiz. Vor lauter Minderheitenschutz übertreibt man es manchmal ins andere Gegenteil. Also ich habe ja lange in Innerrhoden gewohnt und eben in Innerrhoden kann sich nicht beklagen, was die Vertretung im Bundesrat angeht. Zum Teil ein bisschen kürzer, zum Teil ein bisschen länger, aber sind immer wieder berücksichtigt worden. Also es ist wie so das Gefühl, wir müssen so schauen, dass die nicht unter die Räder kommen, dass dann fast schon zu viel drin sind. Was mich mit dem John Pult auch noch stört, ich habe kein Problem damit, wenn jemand die SAG mag und die verteidigt gegen 200 Franken, gegen die Halbierungsinitiativen ist etc. Aber bricht einem wirklich den Sack aus der Krone, um vielleicht auch mal zu sagen, sie machen wirklich nicht alles richtig, man müsste vielleicht ein bisschen schrauben, aber grundsätzlich bin ich ein Verfechter vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das könnte man auch sagen, aber bei ihm tönt es wirklich immer so, wie wenn der Papst persönlich das Programm wird zusammenstellen bei der SAG. Also kein Funken von Kritik, kein Funken von Verständnis für die Leute, die vielleicht manchmal ein bisschen Mühe haben. Und ich glaube, ein Bundesrat müsste das haben, zum Verstehen, dass normale Leute vielleicht mit etwas Mühe haben und das nicht einfach durch alle Böden verteidigen. Also ich glaube, wie du richtig sagst, Parlamentarier wunderbar, da klopft es manchmal in den Dörfern, das ist seine Aufgabe. Aber der Zusammenhalt, den er beschwört, ich glaube nicht, dass er der richtige Vertreter ist für deinen Bundesrat. Absolut. Und eben, du hast es auch noch erwähnt, ich finde, das wichtigste Argument ist einfach, der ist viel zu jung. Wir haben beim Alain Berset gesehen, was das heisst, was für ein trauriges Schicksal das ist für einen Bundesrat, wenn er nie älter wird. Und einfach muss in dem Amt ausharren, weil er sonst keinen anderen Job mehr findet. Er ist jetzt 50, 51, dass man recht ist, wird Alain Berset, oder ist geworden. Nein, er ist 50, Entschuldigung. Und ein Grund, warum er nie hat können aus dem Amt ausscheiden, ist auch gewesen, dass er einfach nicht mehr gewusst hat, was sonst noch machen. Und das müssen wir jetzt mit John Pult nicht noch einmal erleben. Also von dem her,
Ja, glaube ich, nicht nötig. Ich glaube aber auch ehrlich gesagt, seine Chancen sind nicht so wahnsinnig gross. Also das, was wir jetzt hier besprochen haben, die Vorbehalte, die sind im bürgerlichen Lager sowieso da, aber auch in der SP. Ich glaube, sehr viele in der SP haben nicht so Lust auf ganz junge Bundesräte, weil eben für die Karriereplanung ist das von allen Leuten, auch in der SP, natürlich nicht lustig, weil wenn denn die so lange bleiben und fast nicht mehr aus dem Amt ausscheiden, dann hat man auch selber seine Interessen nicht so gewahrt. Jetzt vielleicht ein anderes Thema, das eng mit dem zusammenhängt, Ständeratswahl im Kanton Zürich. Da hat es eine neue Umfrage gegeben auf Tamedia. Wichtigste Erkenntnis ist, Daniel Josic weit, weit voraus, 51% von der Zürcher, nein, 52%, Entschuldigung, von den Befragten findet Daniel Josic doch zu wählen. Das ist doch eine sichere Mehrheit. Das ist keine Überraschung. Aber eben, ist natürlich auch für die Bundesratswahlen noch ein Hinweis, müsste auch der SP ein bisschen zu denken geben. Josic ist wirklich breit abgestützt. Eben anders als der John Pult trauen dem viele Leute, die nicht Linke sind, durchaus zu, dass er auch mal zuhören kann, was ein anderer denkt. Und das habe ich selber auch erfahren, muss ich jetzt auch mal betonen. Aber interessant ist, Gregor Rutz, 36% voraus, vor der Regine Sauter doch sehr deutlich, 21%, und nachher Daniel Leupi, 20%, Diana Moser mit 20% und der Philipp Kutter eigentlich abgeschlagen. Ich finde erstaunlich abgeschlagen auf 16%. Du als St. Galler, der in Appenzell lebt, von außen angeschaut, wie beurteilst du das? Also grundsätzlich ist es mir natürlich mal völlig egal, wer Zürich in den Ständerat schickt, mal so als Grundaussage. Ich finde es aber wirklich nur sehr speziell, vor allem Gregor Rutzis Resultat, er kommt irgendwie offensichtlich auch gut an, so über Parteigrenzen aus. Er ist aber natürlich eigentlich ein prägender Kopf von der SVP, sie hat sie programmatisch sehr lange mitbegleitet, gerade bei dem ganzen Kurswechsel Richtung Zürcher Kurs ist er ein Vordenker gewesen. Und sonst hört man immer so Parteisoldat oder Hardline und ihm ist irgendwie ein Wunder gelungen, dass man ihn nicht so wahrnimmt. Also das ist auch eine Marketingleistung, die er da erbracht hat, dass er offensichtlich eben über die eigenen Kreise aus wählbar ist für viele. Ich nehme ihn auch als sehr vernünftigen, sachlichen Politiker wahr. Aber ich hätte jetzt erwartet, dass die andere Seite probiert, ihn wieder in die Schublade zu stecken vom Hardline und das schafft man bei ihm offensichtlich nicht. Und ich fände es natürlich sehr erfrischend, wenn ihm der Sprung jetzt wird klingen, vor allem, weil ich die anderen, die auf der Liste stehen oder auf dem Zettel, jetzt nicht unbedingt muss haben. Genau, was noch interessant ist, ist, beim Gregor Rutz sieht man, dass selbst von der FDP 41% ihn würden wählen. Das ist recht viel, weil der vorherige Kandidat war ja der Roger Köppel und vorher noch der Hans-Uli Vogt. Die haben beide erstens keine Chance gehabt, unter anderem genau aus dem Grund, weil es bei der FDP zu wenig gepunktet haben. Und da würde ich sagen, 41% für die FDP, das ist viel. Ist aber nachher, wie soll ich sagen, eine schlechte Nachricht, insofern ich hoffe, dass nicht zu viele freisinnige Wähler jetzt die Statistik anschauen, weil es zeigt sich auch, dass die SVP-Wähler, also die Regine Sauter, gar nicht unterstützen. Nur 26% der SVPler tun Regine Sauter unterstützen. Das wäre für die Regine Sauter ein Riesenproblem, weil eben die FDP ist natürlich nur halb so gross wie die SVP. Die Regine Sauter wird nicht gewählt, wenn die SVP sie nicht wählt. Und da muss ich auch sagen, ist natürlich auch unglücklich, dass man zwischen diesen zwei Parteien nicht vorher schon klargestellt hat, dass man einfach gesagt hat, wir machen einen Vertrag. Dort steht drauf, der, der weniger oder mehr Stimmen hat, der geht voraus. Jetzt ist das alles so ein bisschen unklar, was im zweiten Wahlgang passiert. Und ich würde jetzt behaupten, sehr viele von der SVP-Wähler wählen jetzt hier taktisch. Das heisst, extra Regine Sauter nicht, damit der Gregor Rutz im zweiten Wahlgang weit voraus ist. Könnte ins Auge gehen. Wenn zu viele Freisinnige das sehen, dann sagen sie vielleicht, ja, Gregor Rutz müssen wir auch nicht unterstützen, wir tun lieber den Josic unterstützen. Also, es zeigt sich die Zusammenarbeit von diesen zwei Parteien, die ja in den Medien natürlich selbstverständlich massiv bekämpft wird und sogar eine Kampagne gemacht wird von Campax, einer linksextremen Kampagnenorganisation, die sogar in die Zürich Zeitung geht und warnt vor einem Verbündnis mit dem Faschismus. Die Zusammenarbeit ist noch nicht so richtig gut. Ich glaube, es zeigt auch ein Problem von den Freisinnigen auf. Das haben wir schon andere gesehen. Im Kanton Galler Ersatzwahl von Paul Rechsteiner, SP, in Ständerat. Dort haben wir im ersten Wahlgang Susanne Vincent, Stauffacher von der FDP, Esther Friedli, die wollte. Und dort hat es eben ähnliche Zahlen gehabt. Ganz einen grossen Teil von der FDP-Basis hat gefunden, ja, also ich möchte eigentlich lieber Frau Friedli als Frau Susanne Vincent, die ja in der FDP wirklich eigentlich nur tonangebende Rolle spielt. Und da muss die FDP schon mal dahinter gehen und sich fragen, wieso
rutscht uns unsere eigene Basis richtig SVP weg? Was machen wir falsch? Ist es immer noch Person? Ist es Parteipolitik? Aber das ist, glaube ich, eine Bewegung, die man jetzt immer mehr wird wahrnehmen. Und das hat programmatisch natürlich auch mit dem FDP-Kurs zu tun, dass die Leute, die eben nicht oben rein hocken, sondern einfach seit Jahrzehnten die FDP wählen, plötzlich finden, nein, da mal nicht mehr. Also da haben die, glaube ich, eine Hausaufgabe. Absolut. Und vor allem jetzt gerade bei der Regina Sauter ist es ja noch anders jetzt als bei der Susanne Vinzenz Stauffacher, wo eine klare linksfreisinnige Aussenseiterin sollte sein in dieser Partei. Ich sage es noch einmal, eine linksfreisinnige Aussenseiterin, die man eigentlich schon auch aus dem Nationalrat sollte unbedingt abwählen. Die Regina Sauter ist das nicht. Die Regina Sauter ist eigentlich solid bürgerlich, solid wirtschaftsliberal, ist nicht so bekannt worden als Nationalrätin, da würde ich sagen, schattere jetzt, aber rein vom Profil her, politischen Profil her, finde ich, ist die für, auch für SVP-Wähler sehr wählbar. Aber da ist eher eben das Problem, sie hat zu lang eher eine unsichtbare Rolle gespielt in Bern, man hat sie gar nicht so wahrgenommen, und das langt wahrscheinlich nicht mehr. Aber am Schluss vom Tag muss man wirklich wahnsinnig aufpassen, dass die zwei bürgerlichen Parteien sich nachher nicht im zweiten Wahlgang kannibalisieren, weil dann könnte durchaus sein, dass Diana Moser dann gewinnt, weil sie alle Stimmen noch überkommt von der SP und von den Grünen. Also von dem her, es ist sehr, sehr ernst, es ist eigentlich völlig klar. SVP und FDP müssen zusammenheben, wenn sie einen Ständerat, einen bürgerlichen Ständerat wollen, anbringen, ob es jetzt der Rutz ist oder Zauter. Zurzeit sieht es sicher so aus, dass der Rutz die bessere Chance hätte. Aber eben, ich meine, der Kanton Zürich, Opferdeckel, seit 1983 immer ein freisinniger Ständerat, also ein bürgerlicher Ständerat, und vorher, seit 1848, ist das eigentlich auch immer normal gewesen. Es wäre für den Freisinn, aus meiner Sicht, symbolisch eine grosse Niederlage, wenn wir da einschauen würden, und so sieht es ein bisschen aus. Gut, wir kommen zu einem anderen Thema. Die Sonntagszeitung gute Geschichte gemacht über das Problem auch von der Krankenkassenprämie, und das ist die hohe Zahl von Lobbyisten. Stefan, was sind da die wichtigsten Punkte? Es geht darum, dass letztlich die Sonntagszeitung hat das ausgerechnet, hat das nicht verifiziert. Ich glaube jetzt mal, 113 Gesundheitslobbyisten rund ums Bundeshaus sollen eben für die Branche weibeln. 90 Parlamentarier und dann halt nur die bekannten Berufslobbyisten, die Einfluss nehmen. Aber 90 Parlamentarier sind irgendwie verbandelt mit der Gesundheitsbranche. Also da hat es vor allem Leute dabei, die für die Leistungserbringer tätig sind, über Beratungsmandat, über Verwaltungsratsmandat etc. Das heisst, Spitäler, Pharma, Ärzteorganisationen, die haben einen direkten Draht ins Parlament. Und für mich läuft das ein bisschen unter dem Thema, das, was alle schon immer gewusst haben, aber jetzt haben wir mal so ein bisschen harte Zahlen. Wir haben immer gewusst, dass es da enge Verbandungen gibt zwischen dem riesigen Gesundheitsmarkt und der Politik. Aber wenn du dir vorstellst, 90 von 246 Parlamentariern haben handfeste persönliche Interessen, um eben nicht die Krankenkassenprämie senken, sondern lieber die Marge für ihren jeweiligen Auftraggeber zu erhöhen. Also das ist ein klarer Interessenskonflikt und rückt natürlich das ganze Thema Lobbyismus anhand vom Thema Gesundheit nochmal ein bisschen ins Zentrum, weil das kann ja eigentlich nicht sein, dass die Leute mehr Krankenkassenprämie zahlen, weil eben über ein Drittel von der Bundeshausleute, von der Parlamentarier, von der Bundesversammlung andere Interessen haben, als eigentlich zu schauen, dass es runtergeht mit der Prämie. Gut, ich muss sagen, da muss ich jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, Gegenwehr geben, weil letztlich, oder, Sonntagszeitung wird natürlich eben so ein bisschen die Agenda verdeutlicht, wo jetzt auch der Gerhard Pfister von der Mitte, der Präsident von der Mitte, geritten ist, eben, dass man sagt, das ist vor allem das Problem der Lobbyisten. Das stimmt zum Teil, aber das Hauptproblem ist eigentlich das. Warum gibt es so viele Lobbyisten? Es gibt immer viele Lobbyisten dort, das kann man in allen Ländern beobachten und in der Schweiz natürlich auch, dort, wo der Staat sehr viel reguliert. Dort gibt es viele Lobbyisten, weil man dann muss Einfluss nehmen auf den Staat. Wenn unsere Medien so reguliert wären, wie das Mediengesetz in der Zeit vorgesehen hätte, dann würden wir auch die ganze Zeit schauen, dass irgendein Nationalrat für uns auch noch weibeln würde im Parlament. Weil umso mehr, dass man vom Staat abhängig ist, umso mehr muss man weibeln. Und von dem her muss ich sagen, das Rezept wäre weniger, dass man sagt, irgendwie, ja, die Lobbyisten, das ist eine Sauerei, sondern es wäre eher, hey, nehmt den Staat zurück. Kopfdeckel, der Staat muss nicht so eine unglaublich prominente, starke Rolle spielen in dem Dossier. Natürlich ist es ein heikles und auch sicher politisches Dossier. Völlig weg kann man den Staat da nie wegdenken, das geht nicht. Aber die 113 Lobbyisten sind aus meiner Sicht absolutes Zeichen von viel zu viel Staat in dem Gesundheitswesen. Und deshalb haben wir so viele Lobbyisten.
Das ist ein wichtiger Punkt. Also zum einen muss ich ganz klar nachfügen, ich kann nicht wollen, den Alain Berset mit seiner furchtbaren Gesundheitspolitik freisprechen, indem ich den Lobbyisten die Schuld dafür gibt. Die Schuld ist grundsätzlich mal er und niemand anders. Und der andere wichtige Punkt, den du richtig sagst, lobbyieren ist nur dann ein Problem, wenn sich Lobbyismus auch lohnt. Und lohnen tut sich Lobbyismus nur überall dort, wo der Staat eben viel Einfluss hat und auch Gelder kann vergeben. Also wenn eine Branche völlig privat organisiert ist, kannst du im Bundeshaus lang quasi lobbyieren. Der Bürger hat dann das Recht zu sagen, nein, ich gehe nicht zu einem anderen. Aber sobald natürlich der Staat einen grossen Einfluss hat auf den Bereich, dann lohnt sich Lobbyismus. Das heisst, Lobbyismus, den wir jetzt gerade kritisieren, ist eigentlich nur der Ausdruck von einer verfehlten Politik. Man muss viel früher an der Politik ansetzen. Und wenn der Gesundheitsmarkt eben nicht mehr so formbar ist durch den Staat und da so viel Geld fließt, dann verschwinden die Lobbyisten von allein, weil sie dann nichts mehr zu tun haben dort. Also ich möchte jetzt nicht auf denen rumhacken, die sind wirklich nur Symbol für eine fehlgeleitete Politik. Absolut, genau. Oder um in der Sprache von den Ärzten zu sprechen, sie sind nur ein Symptom, aber nicht Krankheit. Krankheit ist irgendwie Pest und sie sind nur irgendwie Blasen, die ab und zu aufplatzen. Gut, wir kommen zu einem anderen Thema. Guy Bamelin, letzte Woche auch gerüchtemässig noch ein Thema gewesen. Selbst ich habe mich da verunsichern lassen. Guy Bamelin Stöchi vor dem Rücktritt hat CH Media verkündet. Wie so häufig die Geschichte, aber wir haben sie natürlich alle gerne, ich gebe alles zu. Ja, meistens stimmen dann die Geschichten wieder nicht. Ich muss immer noch sagen, die bestgehüteten Geheimnisse im Bundeshaus, bei allen Leaks, die es gibt, so viele Leaks, die es gibt, aber das bestgehütete Geheimnis ist doch immer noch der Rücktritt von einem Bundesrat. Ich glaube, das redet jetzt wirklich nur mit ihrer Frau und vielleicht, wenn es noch geht, mit ihrem Hund. Und der Hund sagt auch nichts. Also von dem her, Guy Bamelin ist immer noch im vollen Saft und hat dann ein interessantes Interview gegeben, der Samstagsrundschau vom SRF. Stefan, was hat er dort gesagt? Genau, zum Thema Rücktritt, jedenfalls aus gesundheitlichen Gründen, hat er bemerkt, er hätte Rückenprobleme, das allerdings seit jungen Jahren. Das heisst, er hat irgendwie gelernt, damit zu leben und das treibt ihn jetzt nicht gerade zum Bundesrat aus. Aber viel interessanter und für mich ist dem auch ein Mysterium, manchmal nicht mehr kaum mehr wahr. Also ich habe manchmal fast schon Mühe, wenn ich die 7 Bundesräte mit meinen Kindern durchgehe, mich an Guy Bamelin zu erinnern. Und plötzlich kommt er wieder mit irgendeinem Blattschuss und der hat er geliefert in dieser Samstagsrundschau von SRF, wo er auf Migrationssprecher gehört und gesagt hat, ja, also er hat das Gefühl, es könnte so eigentlich nicht weitergehen, wenn die Massenzuwanderung weitergehen, wäre das Volk irgendwann einfach Stopp sagen. Wir haben grosse Probleme. Er sagt auch, die Wohnungsknappheit, die sei zur Hälfte auf Migration zurückzuführen und die Leute wollen nicht nur mehr verdichtet bauen, nicht nur mehr Infrastruktur. Und er sagt auch zu dem alten Argument, ja, aber wir brauchen doch Fachkräfte, sagt er, ja, Zuwanderung ist wichtig, aber wenn es so weitergeht in dem Ausmaß, dann schätzt eben irgendwann auch die Wirtschaft. Also sind relativ klare Worte, wo er sagt, wir können nicht so weiter wursteln mit dem Thema Zuwanderung. Absolut und vor allem interessant, natürlich klar. Jetzt wird die Linken sagen, ja, das ist Wahlkampf und da macht er jetzt der SVP etwas zu lieb. Also gut, erstens, die Linken stört es ja auch nicht, wenn der Alain Berset plötzlich nach Krankenkassenprämie zum Schluss von seiner Amtszeit massiv erhöht, was er vorher immer schön verhindert hat, damit er ja keinen politischen Krach bekommen hat. Und da hat er eindeutig der SP geholfen. Nein, ich glaube aber ehrlich gesagt, es ist nicht Wahlkampf beim Guy Bamelin, weil es ist ein bisschen so, wie du es gesagt hast. Ich meine, der Mann ist wirklich sehr zurückhaltend, für meinen Geschmack zu fest zurückhaltend, eben so zurückhaltend, dass er eigentlich gar nicht mehr existiert ab und zu. Dass man sich fragt, wer ist eigentlich Wirtschaftsminister in der Schweiz? Ist das eigentlich immer noch der Delamura? Weiss nicht, könnte noch sein. Nein. Es ist wirklich erstaunlich, wie ruhig der Herr Bamelin arbeitet, von sich her arbeitet. Das ist ja sympathisch. Wir Schweizer kennen das gerne, aber auch ein bisschen zu viel Ruhe. Vielleicht auch übertrieben. Nein, ich glaube wirklich, gerade wenn er auch die Wohnungsknappheit anspricht, da ist er ja selber als Wirtschaftsminister auch eingeweiht. Der weiss, wie es geht. Ich glaube wirklich, dass er es sehr ernst meint. Und Stefan, ich weiss auch nicht, du wohnst zwar im schönen Appenzellerland, wo man das nicht so merkt, aber irgendwo liegt es ja auf der Hand. Der Common Sense sagt, dass alle Leute in der Schweiz aus und sie sind gerade total mit allen, mit Blindheit geschlagen. Einfach das Gefühl hat, es langt jetzt langsam, es ist zu viel. Ja, ich bin im Moment aus persönlichen Gründen viel unterwegs, bin Stammtisch um ganz normale Menschen und ich muss immer lachen, wenn ich irgendwo in der Zeitung lese, dass das, was die Bevölkerung am meisten umtreibt, der Klimawandel sei. Du hörst kein Wort vom Klimawandel, sondern Migration ist eben nicht einfach ein Wahlschlacht von der SVP, sondern es ist das, was die Leute wirklich, die normalen Menschen, wo viele Bundesparlamentarier vielleicht den Bezug dazu verloren haben, wirklich beschäftigt.
Barmele sagt in einem Nebensatz auch noch ganz elegant und man kann ihm einfach nicht widersprechen. Wir haben 2014 mit der Massenwanderungsinitiative grundsätzlich in der Verfassung gesagt, wir müssen die Zuwanderung begrenzen und die Leute verstehen nicht, wenn das nicht passiert. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu einer Wahlmüdigkeit führt am 22. Oktober. Das sagen so das Übliche, die machen das sowieso, was sie wollen. Ich würde es aber ein Stück weit verstehen. Also die Leute treiben das um, die Leute erleben das auf der Straße, in der Bahn, im Alltag. Aber wir werden immer noch beruhigt damit. Es kommen dann plötzlich wieder Experteninterviews. Zuwanderung ist positiv. Zuwanderer bringen uns unterm Strich mehr als nehmen, in der Altersvorsorge etc. Aber das sind natürlich wahrscheinlich deutsche Ingenieure, nicht die Leute von Lampedusa. Also wir werden da so ein bisschen eingelullt und man probiert dem Thema auszuweichen, aber die Menschen beschäftigen es wirklich und ich empfehle jedem Bundesparlamentarier mal einmal in der Woche ins Rössli am Stammtisch zu hocken und mit den Leuten zu reden und da gibt es ganz ein anderes Bild, als man eben unter der Bundeshauskuppel hat. Absolut. Vielleicht noch zu dir auch, Ostschweiz, auch ein Riesenthema. Der Zubi, das ist, ich also das letzte bin ich auch im Appenzellerland gewesen, da bin ich durch Ausserrhoden gefahren, überall habe ich die Plakate gesehen vom Zubi, habe ich gefunden, ja, das ist also schon noch sympathisch, dass einfach der Nationalrat Zuberbühler einfach der Zubi ist. Dort ist ein bisschen ein interessanter Wahlkampf vor sich hergegangen, du kennst das aus dem FF, was muss man da dazu sagen, Stefan? Also zur Transparenz, der Zubi ist ein alter Kollege von mir, so auf einem niederschwelligen Niveau, aber hin und wieder telefonieren wir miteinander und reden über Politik. Er ist seit 8 Jahren im Parlament und alle 4 Jahre muss er sich gegen die FDP vor allem wehren, die ihn wieder weg will haben. Und jetzt steckt er wieder in einem Wahlkampf und der wird richtig, richtig grusig. Sein Gegenkandidat von der FDP, der Matthias Tischhauser, so ein industrieller Sohn aus Herisau ursprünglich, der hat jetzt wirklich eine neue Art von Wahlkampf installiert, der geht nämlich voll auf den Gegner. Er sagt zum Beispiel, er hat an einem Podium gesagt, der Zuberbühler muss weg, egal wie. Also das ist so eine neue Form von auf Person spielen, nicht inhaltlich diskutieren. Es hat konzertierte Leserbriefe gegeben, wo man probiert hat, den Zuberbühler schlecht darzustellen. Und der Mann ist natürlich einfach so ein bisschen das Gegenteil von Roger Köppel. Er hat nämlich noch nie an einer Abstimmung gefehlt, die 8 Jahre. Also er hat sämtliche Abstimmungen, ich weiß nicht, wie man das macht, aber er hat sämtliche Abstimmungen absolviert im Bundeshaus. Er ist wahnsinnig fleissig, aber er ist jetzt nicht der Mann von den grossen Tönen. Und alle 4 Jahre probiert man ihn rauszuhebeln mit anderen Taktiken. Und ich spüre jetzt, wenn ich Zeitungen lese, wie schlecht das gerade so in der Ostschweiz bei der Aussen oder ankommt, wenn jemand auf den Mann spielt. Ich glaube, das wird ihm sehr zum Vorteil erreichen, weil das mag man dort nicht. Man sagt dann, ja, aber der macht doch einen anständigen Job und wieso geht man jetzt so auf den los? Und das ist etwas, wo die Aussenroder eigentlich nicht prägt. Und ich glaube, die FDP ist schlecht beraten mit dem aggressiven Kurs. Woher kommt jetzt der Entscheid, dass man so einen Wahlkampf führt? Ist jetzt das einfach der Kandidat, der das so entschieden hat? Oder ist das die Kantonalpartei, die verzweifelt ist, weil sie das Gefühl haben, das muss jetzt wieder unser Sitz werden. Ich meine, sie haben ja schon den Ständeratssitz. Es ist ja von dem her sowieso für so einen kleinen Kanton noch komisch, dass sich die zwei bürgerlichen Parteien da nicht können, irgendwo fast kartellmässig absprechen. Das kommt natürlich dazu, die Doppelvertretung von der FDP, die in Aussenrode mal absolut überherrschend war, aber das schon lange nicht mehr ist, die wäre ziemlich widerlich, National- und Ständeratssitz zu haben. Ich glaube nicht, dass es eine riesige Strategie gibt von dieser doch relativ kleinen Kantonalpartei. Ich glaube, das liegt am Kandidat. Er ist auch sehr früh von der FDP, er ist sehr früh aufgefallen mit Sprüchen wie, er wüsste jetzt schon mehr über das Energiedossier als jeden anderen irgendwie im Parlament. Also er hat sich einfach als Wonderboy quasi positioniert. Und das ist so ein bisschen etwas Ostschweizerisch, dass man bleibt eigentlich bescheiden. Vielleicht sogar, wenn man nicht einmal müsste, wenn man wirklich super ist, man bleibt ein bisschen bescheiden. Und ich glaube, das hat mit der Person zu tun. Und ich habe so ein bisschen im linken Zeichen, dass Bescheidenheit wieder gewinnen will. Das mag man einfach nicht, wenn jemand sich dermaßen als der Löser von allen Problemen positioniert. Aber ich warte mal den 22. Oktober ab und dann reden wir wieder. Genau, wir haben ja angefangen mit Jon Pult. Jon Pult und mich eben, haben wir auch ein bisschen angesprochen, ist im gleichen Spital krank. Wir sind ja alle nicht von Selbstzweifel geschlagen, gebe ich zu, aber irgendwie, man muss immer ein bisschen aufpassen mit dem Selbstbewusstsein. Die Schweizer, und das ist halt typisch schweizerisch irgendwo, wir haben es nicht so gern allzu laut und allzu auffällig. Und von dem her habe ich das Gefühl, das macht sehr viel Sinn, wo du sagst, das war Bern einfach mit dem Stefan Milius und dem Markus Somm auf neberspalter.ch.
am 2. Oktober ist er schon. Auf nebelspalter.ch könnt ihr uns abonnieren, auf nebelspalter.ch, auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, redet von uns, tönt uns vor allem hoch bewerten. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.